What's up? I'm good gelaunt. What are you? Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt und ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Denn heute reagieren wir mal wieder auf was Tolles. Und zwar hat ein Boy auf Mallorca Interviews gemacht. Mir wurde das Video zugeschickt mit der Notiz, hey, guck mal, das ist witzig, bla bla bla. Ich dachte mir so, ich bin nicht voreingenommen. Ich gucke mir das Ganze einfach mal an. Ich bin sehr gespannt, wenn jemand betrunkene Leute auf Mallorca interviewt. Kann das bestimmt nur witzig sein. Aber bevor wir loslegen, ich möchte nicht unhöflich sein. Für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen. Hi! Ich bin Sedo, ich bin 23, ich komme aus Köln und ich mache gerne YouTube-Videos, unter anderem auch, um euch, dich zu unterhalten, und falls du Bock hast, weiterhin unterhalten zu werden, dann kannst du mich unterstützen mit einem Abo und die Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer mit, wenn ich ein neues Video hochlade, und ich lade eigentlich jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video hoch. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht fucking lang um den heißen Brei. Unsere Kopfhörer zaubern wir herbei und lehnen uns zurück, machen es uns gemütlich, trinken leckeren Tee und essen leckere Snacks und beginnen mit dem Video. Ich suche noch einen Reim, aber ich finde keinen mehr. Naja, long story short, wir gehen rein. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Let's go. Oder Freunde, mal bist du mit der Kamera. Einfach nur im Park rummachen und die nächste im Park rum, mit den, mit, die machen im Park rum, essen Nüsse und dann nächste Woche ist mal die nächste. Zeig mal, was du kannst. Komm mal. Hä? Was? Ach, die sind, oh nein, hoffentlich sind die nicht so dicht, dass die das bereuen. Wisst ihr, was ich meine? Dass die das Video dann sehen und dann so merken, so shit, Alter, ich hätte gar nicht mit dem reden sollen. Weil wenn man dicht ist, traut man sich natürlich viel eher bei einem YouTuber vor die Kamera. Meine Arsch ist mein Talent. Die Größe ist schon wichtig. Mindestens 15 cm. Muss schon 20er Bereich sein. Yo! Ja, salam alaikum. Alaikum assalam. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen. Ich bin nicht hier von heute. Hallo. Der ist auch selber dicht des Todes, Alter. Aber so ein Video sehe ich mich auch machen. Also sowas könnte ich theoretisch, glaube ich, auch mal. Mir so ein Mikro holen, so ein Funkmikro und dann einfach im Urlaub so Leute am Strand interviewen. Sehe ich mich ja eigentlich schon. Also sowas könnte ich, glaube ich, ganz gut. Es wäre jetzt nicht meine Art und Weise von Videos, in die ich hin will, aber... Ich habe heute so einen Sonnenschicht bekommen, man sieht mein Gesicht. Osta Senorita, hallo? Chipapi? Ey, eine Frage. Darf ich dir eine Frage stellen? Woher kommst du? Wir kommen aus Barcelona. Echt? Ja. Barcelona, ey, comprendo. Ja, ja, ein bisschen, oder? Kannst du ein bisschen Spanisch? Ey, como es? Warum sprichst du Deutsch? Hä, wie kommen Sie aus Barcelona? Wir gehen auf die deutsche Schule in Barcelona. Ah, krass. Ja. Das ist fast so, also... Oh, Papaya, guck mal, ey! Papaya. Eine Lady ist das. Was macht überhaupt? Strandbilder habe ich gesehen, ne? Ja, natürlich. Wir müssen ja Instagram. Ja, ein bisschen pushen. Ja. Hast du erstmal ein Talent? Ob ich Talent habe? Ja, Talento. Also ich mal schön. Ja, mal mal was hier. Bitte sehr. Oh. Ist da jemand, der in deinem Herzen ist? Oh Junge, Alter, dieses Niveau von diesem Video ist schon wieder mal was hierhin, okay. Hast du schon jemanden gefunden? Nee, echt nicht. Nee. Wie sind die spanischen Männer? Sind die gut drauf? Sind die sexy? Sind die? Ja, die sind ganz okay. Ein bisschen so, lala. Du kannst mir die ja mal vorstellen. Wie heißt du überhaupt? Also ich heiße, Sabine. Sabrina. Vero. Vero? Vero, ja. Okay, stell mir mal deine Freundin vor. Wer bist du? Du bist Sophia, habe ich schon gehört. Ja, ja. Bist du aus Bukarest? Nee, aus Barcelona. Kommt ja los, warum redet ihr so gut Deutsch? Wir gehen auf die deutsche Schule. Mach mich famous, bitte. Was hast du für ein Talent? Aber sind die jetzt alle Spanierinnen und reden so gut Deutsch, weil die in Barcelona auf eine deutsche Schule gehen? Respekt. Also die reden ja wirklich Deutsch, als wären sie Deutsch. Das ist ja Allmann-Deutsch, was die reden. Wenn du irgendwas zeigst, kannst du tanzen? Leute, ich werde Millionärin. Warum? Ich bin mega Sportlerin. Ja, was kannst du? Kannst du alles. Ich kann, ich kann boxen. Ja, dann mach mal einmal für die Kamera. Zeig mal, was du kannst. Komm mal raus. Das ist mein Talent. Mein Arsch ist mein Talent. Oh nein. Das ist schon ein bisschen cringe für mich. Ich mach Schattenboxen gegen irgendjemand. Ja, die sind dicht, ne? Also, oder sind die einfach so drauf? Ich glaube, die sind voll, ne? Ich glaube, die haben sich ein bisschen einen über den Durst getrunken, gell? Was eigentlich heute das Thema ist, so worauf stehen Frauen, worauf Respekt? Ja, Respekt, ja, es gibt sehr wenig Respekt heutzutage. Ja. Beschreib mal am besten einfach deinen Traumtypen, so wie muss der aussehen, was muss der haben? Einfach nur Respekt, so das ist wirklich das. Wahrscheinlich. Er muss einfach nur Respekt haben, der Rest ist egal. Stell mir eine Mülltonne hin, Hauptsache sie ist respektvoll mit mir. Mülltonnen sind echt respektvoll, die schlucken deinen Müll.
und halten ihre Schnauze, deshalb können die gar nicht, die können gar nicht böse dir gegenüber werden. Das Wichtigste. Ja, nee. Und bitte, wie heißt es? Mature. Reif. Wenn er ungepflegt ist, nicht. Aber er muss jetzt auch nicht so einen perfekten Körper haben. Aber Respekt ist das Wichtigste, Jungs. Merkt euch das. Was tut sie aber? Arriba! Ja! Kameramann wieder am Start, Bruder. Bruder, hardcore. Also wenn der Boy sich danach nicht ein, zwei Nummern geklärt hat, weiß ich ja auch nicht, ne? Aber safe. Der ist ja selber gut dabei, ne? Der ist ja selber gut dabei. Hardcore, komisch. Hattest du schon mal einen Freund? Nee, ich hasse Jungs. Du stehst auf Frauen, oder? Nein, ich stehe leider auf Jungs, aber das ist echt schade, weil ich mag Jungs nicht. Wie viele Freunde hast du bis jetzt gehabt? Nichts Ernstes. Aber wie viele hattest du schon, wenn es nichts Ernstes war? Keinen einzigen. Eins. Es war ein Fußballspieler. Leute, es war ein Fußballspieler in Barcelona in einem Hotel. So ein geiler Typ. Und wo hat der gespielt? In Benfica. Benfica, Lissabon. Benfica in Lissabon, genau. Portugies oder was? Ja, der heißt Paulo Bernardo. Die sagt sogar wer. Jetzt will ich sogar sehen, wer das ist. Ich blende euch ein Bild ein. Ah, oha, der ist echt hübsch. Ja, nice. Also eigentlich wollte sie Spielerfrau werden. Aber aus dem Traum ist nichts geworden. Bruder, die hat einfach mit zum Star geschlafen, Digga. Nee, ich wusste es nicht mal. Und dann zwei Tage später habe ich es so mitbekommen. So ein geiler Typ, falls er das sieht. Ja, und wie hast du den kennengelernt? Ja, in Barceloneta, das ist so wie hier in Malle, alles voller Leute. Da kamen zwei Freunde, ich war mit der da in Bikini, also den schwarzen Bikini. Ach so. Wir standen da einfach so und dann auf einmal sehe ich, wie die mit dem einen Typen rumgemacht hat und er so, willst du mich nicht küssen? Und dann habe ich mit dem anderen Typen rumgemacht und so sind wir ins Bett gelandet. Pretty easy, ab nach Barcelona, Leute. Bruder, muss ich auch komplett los. Genau. Warum macht ihr das? Sprech sie. Ja, wieso denn nicht? Ist doch lustig. War das erste Mal nicht wichtig, dass du sagst, es muss mit einer Person sein, den ich liebe? Nee, weil Liebe bei Jungs nicht existiert. Also ich muss ehrlich sagen, von meinem Herzen, ich habe gerade mit meiner Freundin telefoniert, ne? Ah, oh, das ist schön. Und seitdem ich mit ihr telefoniert habe, bin ich voll komisch drauf. Wahrscheinlich merkt man das auch gerade ein bisschen. Ich glaube, ich vermisse sie. Und ich glaube, das ist echte Liebe. Das ist sehr schön. Und echte Liebe ist nicht so oft zu finden. Also freut mich für dich. Ich glaube, erklärt sich vielleicht doch nicht mehr diese ein, zwei Nummern, die ich vorher gesagt habe. Mal gesehen, was hast du für ein sexy Bild gemacht? Nee, schau mal, das ist mein Freund. Warte, wir werden heiraten. Schaut mal. Oha, er ist richtig der süße Fernando. Wie heißt der? Ja, der heißt Gim. Badass. Gim? Gim. Gim? Gim. Gim? Gim wie Kim Kardashian. Ach, Kim? Ja, Kim. Wie hat der dich klar gemacht? Sag mal. Bueno, ich muss ihn klar machen. Ja, am Anfang wollte er mich nicht. Sagst du so wirklich? Hä, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das Video interessant, was die reden. Ich weiß nicht, ich kann es immer trotzdem noch nicht einschätzen, ob die dicht sind oder nicht. Dass auch die Frau mal Hand anlegen kann, oder? Hand anlegen. Die Frau kann Hand anlegen. Nee. Wie hast du das gemacht? Wie hast du ihn angesprochen? Sag mal ein bisschen. Ich habe ihn eingeladen, um Mathe zu lernen. Und dann hat er mir Nein gesagt. Und dann war ich so, okay. Dann leider nicht. Und dann einen Tag hat er mir gesagt, komm, okay, wir machen was. Fandst du das gut, dass er dich erst gekorbt hat? Ich fand es nicht attraktiv, aber es hat mir weitergeholfen, weil dann war ich nicht mehr so. Dann habe ich es mir so als Friendship turniert. Ich bin davon ausgegangen, dass er nichts wollte und dann ist es okay, dann sind wir halt Freunde. Und dann hast du trotzdem gesagt, okay, wir probieren es jetzt? Ja, weil er dann es probieren wollte, anscheinend. Und dann heiraten wir jetzt, Leute. Wie lange seid ihr schon zusammen? 7 Monate fast. Digga, ich weiß nicht, die sind voll... Na, ach so, sie sind 7 Monate zusammen und haben sie schon verlobt oder sagt sie, das ist mein Traummann, ich will den heiraten? Oder meinte sie gerade damit, wir heiraten jetzt, wir werden heiraten. Weil so hat es für mich angehört. Und ich bin, hä? Okay, stark. Viele Frauen am Start, wo man nicht weiß, ob die vergeben sind oder nicht und die trotzdem was machen, da zerbricht es mir ehrlich das Herz. Ich sag dir, wie es ist. Sie ist in einer Beziehung und das ist was ganz anderes. Zum Beispiel, wir sind Single. Das bedeutet, wir haben eine ganz andere Dynamik. Würdest du dir wünschen, dass du auch irgendwie einen festen Partner findest? In Spanien ist es f***en und dann die nächste. Das soll, anders geht's nicht. Einfach nur im Park rummachen und die nächste. Im Park rum, mit diesen Nüssen. Die machen im Park rum, essen Nüsse und dann nächste Woche ist die nächste. In Spanien ist das viel. Hä, essen Nüsse? Meint sie diese Sonnenblumenkerne? Diese. Wisst, was ich meine? Nicht so schlimm, Deutschland nicht so. Ja, deswegen ist man lieber Single. Du denkst so, ja, dein bester Freund, der wird dir nichts antun. Aber sogar der in Spanien, ich weiß nicht, was bei denen abgeht, aber sogar der bedrückt dich dann halt doch. Nein. Shoutout an. Nee, lass es. Egal, wir machen mal weiter. Wir gucken noch, was wir für Mädels hier finden, Leute, und worauf die stehen. Ich würde sagen, let's go. Oder der hat's drauf. Hola, ¿qué tal? Sweet child of mine. Hi, Skandibir. Hallo, die Damen. Alles gut? Ja. Wie geht's euch? Alles fit? Ja, alles super. Sag mal, wie muss dein Traumtyp aussehen? Boah, ich hab eigentlich gar keinen richtigen Typ.
Ja? Wirklich nicht. Komm, ich hab keinen. Ach wirklich, Theodor, komm mal her! Zeig dich mal! Guck mal, das sind die coolen Digga. Einfach irgendein Typ, der im Hintergrund sagt, PD steht auf dicke Schwänze. Und dann zeigt er sich aber nicht. Das ist auch krass. Sind die nicht so wichtig, sagst du? Nee. Was muss er denn haben, so vom Charakter? Übrigens, ja, also hier stinkt's gerade so eine Scheiße, Digga. Ist so schlimm. Ich weiß nicht, was an dieser Area hier ist, Digga, aber es stinkt so nach Kacke die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass man hier irgendeinen Traumtypen findet. Entschuldigung. Nein, sag mal, muss ja ehrlich sein. Ja, loyal, sowas. Ich kann hier die klassische Sachen. Er nimmt sie aber auch schon gut hoch. Der gefällt mir, der Typ. Der macht das gut, was er da macht. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch so gut hinkriegen würde. Aber ich muss das echt mal ausprobieren, glaube ich. Ich glaube, ich muss echt mal auf Mallorca so ein Dings machen, Alter. Ach, Fehler! Ja, Dings. Na, Alter, zieh. Hey, was da? Ich stink's eh nach Scheiße, Alter. Was? Scheiße, Alter. Ich stink's nach Scheiße, Alter. Was? Ich stink's. Als ob du hier bist. Ich bin vorbeigelaufen, ja. Berlin. Bruder, was ist denn hier los? Ich glaube, da ist einer dicht. Hey! Bruder, er rennt. Hallo! Hi! Wie geht's? Gut. Das direkt vorm Bierkönig, Leute. Boah, ich kenne einfach diese Orte schon. Das ist traurig. Aber wohl, eigentlich, so diese Mallorca-Urlaube waren auch schon witzig, wo ich jetzt war dieses Jahr. Gut, und dir? Auch gut. Wie heißt du denn? Marie. Okay. Hast du so einen Type? So einen Body-Type? Hast du irgendwas, du sagen würdest, so, das ist mein Traumtyp? Eigentlich gar nicht. Nee? Nee, gar nicht. Echt. Was muss ein Typ für dich haben? Also sie hält übel gut Augenkontakt. Das heißt, sie ist sehr gut erzogen. Wenn dir jemand die ganze Zeit in die Augen schaut, nicht wegguckt. Von Charakterzügen her. Dass er einfach lieb ist zu mir, aber auch zu seinen Ummenschen. Dass er einfach loyal ist. Hm. Dass er mir auch Freiheiten gibt. Ja, welche Freiheiten brauchst du? Dass ich einfach entspannt mit meinen Freundinnen rausgehen kann. Dass du mal hier zum Bierkönig gehen kannst und mal einen drüber machen kannst. Nein, aber dass ich einfach ohne Stress rausgehen kann. Das Vertrauen? Ja. Okay, sehr süß. Wie viele Freunde hattest du schon? Nur einen. Ja? Ja. Und wie lange hat es gehalten? 1,5 Jahre. Woran ist gescheitert? Dass ich mich eingeengt fühle. Ja, ich bin so ein Mensch, ich brauche Freiheiten. Braucht nicht jeder Mensch Freiheiten, obwohl es gibt auch voll viele, die stehen darauf, so in der Beziehung unterdrückt zu werden. Ne? Das klingt voll hart, aber die mögen das voll, wenn der Freund sagt, nö, du gehst nicht raus. Und dass sie dann nicht rausgehen. Das feiern die dann auch. Ach, manche Menschen muss ich erst verstehen. Ich will viel mit meiner Familie machen, mit meinen Freunden. Ja, deswegen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Ja, willst du noch dein Instagram sagen? Vielleicht will doch jemand abchecken. Marie.bne. Marie.bne. Schauen wir jetzt mal rein. Zehner, die ist Dings, privat. Die heißt Marie-BNE, aber ist in Ordnung. Und sie ist nicht privat, liebe Freunde. 1900 Follower. Da sind bestimmt ein paar Typen in die DMs geslidet nach dem Video. Stark, freut mich für Marie. Ja. Ich habe hier meinen Bruder Tom getroffen. Wie gesagt, auf Malle, er ist unter unserem Schutz. Wir sind für ihn da. Und falls er Probleme hat, er kann sich bei uns melden. Tom, Supreme, Habibi. Wenn du Probleme auf Malle hast, würde ich mich auch als allererstes bei ihm melden, glaube ich. Bruder, er ist aber so süß, er hat so eine süße Aura, Digga. Wenn er lächelt, Digga, mein Herz geht ehrlich auf. Ich sag dir, wie es ist. Heide. Wie geht's, wie heißt du? Julian. Bist du ein Typ, Mann, auf den du stehst? Ja. Ja. Theoretisch. Ja, es ist jetzt ein bisschen doof, weil ich stehe vorher auf Spanier. Echt? Und deswegen, also ich bin jetzt nicht deswegen hier, ne? Nein! Doch nicht deswegen. So. Also suchst du was fest? Nee, gerade nicht. Aber auch kein Fuckboy. Aber in Spanien? Nee, gerade gar nichts. Also hier suche ich auch gar nichts. Okay, aber sag mal, beschreib mal diesen Spanier. Was musst du haben? Ist das so ein Enrique Iglesias oder wie? Nein, guck mal, eigentlich kommt es hauptsächlich auf Charakter an. Humor, Intelligenz. Man soll mit ihm reden können. Weißt du, es ist halt für mich 40-60. Also Charakter überwiegt, aber Aussehen spielt halt auch eine Rolle, ne? Wie sieht's aus mit der Größe? Ist das richtig? Größer als ich, weil ich bin nicht so die Kleinste. Ja, und untenrum? Das ist egal. Komplett egal? Oh. Oh, die Arme. Die wird gerade voll in eine Situation gedrängt, auf die gar keinen Bock hat. Oh, Mann! Ja, komm, stell dir mal vor, kommt zur Sache, die ist das. Und dann ist da so ein kleiner Stiepelmann. So ganz klein. Kann ich nicht sagen, weil ich die Situation noch nicht hatte. Untenrum rasiert sein? Ja. Und Achseln? Nee, ist egal. Okay, Leute, B-König ist zu, deswegen steppen wir noch mal ein bisschen rum. Lass mal kurz 1, 2, 0. Darf ich Sie kurz mal was fragen, junge Dame? Ja. Ja. Wie wichtig ist die Größe? Sie ist der Bierkapitän. Was ist denn für eine Größe? Ja, welche? Meine Mann. Welche Größe? Untenrum. Welche untenrum?
ist die Frage, groß heißt dick, lang. Oh, die ist so voll. Die ist so voll. Die, also voller geht, glaube ich, nicht bei ihr. Ist wichtig. Was würden Sie sagen, ist wichtig? Dick. Hey, stopp. Du bist gar nicht dran. Erstmal sie, einer nach dem anderen. Ja, auf. Also, stopp. Die Frage ist, dick, lang, was ist die Frage? Aber nein, ich mache gerade ein Interview. Ja, ich hab doch... Die ackert einfach bei ihm, auch krass. Sie denkt so, er ist so übel, der Dings. 3 Millionen Abo-YouTuber in Deutschland, wenn sie den geklärt hat, dann ausgesorgt. YouTuber, ja, wir sind dabei, bei einem Interview gar kein Problem. Ja, ich habe gefragt, wie wichtig ist die Größe beim Mann untenrum? Ganz ehrlich, Größe. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die... Wie er die alle zensiert hat, weil die wahrscheinlich danach geschrieben haben, wehe, du lädst das mit uns hoch. Taui, ich werde ein Taui drauf. Technik. Ihr war ein kleiner Moralapostel hier, ne? Ja, was soll natürlich, ein bisschen die Größe, ein bisschen die Technik, so ein Mittelweg. Ja, die sind nicht hübsch auch. Ja. Niemand interessiert es, egal. Was. Doch, die Größe ist schon wichtig. Ja? Ja. Was würdest du sagen, ist so perfekt für dich? Ah, Entschuldigung. Einfach alles zensiert. Mindestens 15 cm. Muss schon 20er Bereich sein. Was ihr an einem Mann allgemein gut findet, ja, aber... Ja, danke für die Frage, und zwar, ne? Braune Haare, braune Augen. Top. Grüne Locken, Schabberbotten. Und schmeckt. Ja? Schmecki-schmecki? Schmecki-schmecki. Ja, okay. Was ich heute fragen wollte, ist auf jeden Fall, worauf stehen Frauen? Was ist dein Typ? Oh, böse sein. Wenn jemand böse zu dir ist, dann findest du es attraktiv? Ja. Wie wichtig ist die Größe beim Mann? Was? Wie wichtig ist die Größe beim Mann? Boah, ich glaube, ich muss es abbrechen. Warum? Ich kann es nicht. Hä, woran denkst du? Größe, Körpergröße. Also ja, über 1,80 geht gar nichts. Nee, unter 1,80 geht gar nichts. So. Woran hast du gerade gedacht oder was war das gerade? Nee, auch an die Körpergröße. Ja. Und schon jemand hier getroffen, der ungefähr den Dingern entspricht? Einer? So? Einer? Oh, hast du mehrere schon getroffen? Ja. Ja, und? Wie sehen die so aus? Beschreib mal. Boah, gut. Wenn sie das so danach auf YouTube sieht, ne? Ist sie dann glücklich oder also ist das dann so ein bisschen, ist sie so ein bisschen traurig drüber? Das frage ich mich halt gerade. Oh. Was ist für dich gut? Richtige Sunny Boys. Ja, über 1,80, richtige Sunny Boys so. Ja? Ah, schade. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ja, ne? Nein. Richtige Sunny Boys. Richtige Sunny Boys, Leute. Wir kennen's. Und ich würde sagen, schaut bei dem Junge vorbei, wenn ihr das Video zu Ende sehen wollt. Es geht noch 40 Sekunden. Ich erwarte jetzt nicht mehr, dass irgendwas Krasses passiert. War aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Kuss geht raus. Der Link zu seinem Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt auch wieder Bock auf Urlaub. Weiß nicht warum. Ich habe nicht Bock, diese besoffenen Menschen zu treffen, aber ich habe Bock auf Urlaub. Und das ist irgendwie eine kleine Zwickmühle, liebe Freunde. Aber scheiß drauf. Wir machen jetzt erstmal keinen Urlaub. Wir sehen uns nämlich morgen wieder beim neuen Video. 14 Uhr. Bis morgen. Haut rein. Got a lot to do. Got a lot to do.